Der ukrainische Präsident sieht sein Land also als Opfer einer russischen Aggression. Der US-Präsident Biden spricht davon, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht, dass die ukrainische Hauptstadt ein Angriffsziel sein könnte. Birgit Wirnig, wie ist die Lage in Kiew? Also während die Welt noch mit Präsident Putin um eine Annäherung ringt, versucht man hier in Kiew auf jeden Fall die Nerven zu behalten. Die Leute sind relativ ruhig. Die meisten sagen einem, wir leben seit 8 Jahren mit diesem Krieg, mit dieser konstanten Bedrohung. Ja, dieser Krieg ist natürlich vor allem im Osten, hier im Westen bislang nicht. Aber in den Köpfen der Menschen ist er jetzt auch hier, weil natürlich dieses permanente Säbelrasseln hat natürlich auch eine große Wirkung hier in Kiew. Aber die Leute versuchen, ruhig zu bleiben. Das waren ja bislang immer die Appelle. Der reichste Mann des Landes, Achmetow, ein Oligarch, ist vorhin aufgebrochen mit seinem Privatjet nach Zürich und hat aber gesagt, bei der ersten Andeutung einer wahren Gefahr würde er zurückkehren. Das war in der Vergangenheit nicht so. Da sind dann einige Oligarchen aufgebrochen und wurden dann von Präsident Selenskyj gebeten, ins Land zurückzukehren. Jetzt gab es ja auch die Warnung vom Auswärtigen Amt, Deutsche sollten die Ukraine verlassen. Haben Sie davon schon etwas mitbekommen? Ja, natürlich. Also die Lufthansa wird ihre Flüge einstellen ab Montag, ab dem 21. Einige der Botschaften sind längst abgezogen, haben sich in Lemberg angesiedelt, haben dort Büros gefunden und natürlich auch einige Unternehmen. Aber hier in Kiew versucht man diesem Psychoterror, wie man ihn nennt, zu widerstehen. Hier hinter mir, Sie sehen, ist der Maidan. Dort waren gestern Abend schon die ersten Gedenkmärsche an die Opfer dieses Aufstandes vor 8 Jahren. Und die Leute haben dort auch noch mal gesagt, ja, der Preis ist bisher sehr hoch gewesen, aber sie sind froh, dass sie diesen Weg gegangen sind und sie wollen dem widerstehen. Also hier glaubt keiner an eine Invasion, also keiner an einen Krieg hier in Kiew, an einen Angriff auf Kiew, weil man sich fragt, was hätte Russland davon zu gewinnen? Das glaubt man hier in dem Fall nicht. Man glaubt eher daran, dass wenn es Angriffe geben wird, dass denn die im Osten stattfinden. Beobachter sprechen von immer mehr Verstößen gegen die Waffenruhe. Was ist davon zu halten? Das ist in der Tat so. Die Gewaltausbrüche dort häufen sich. Das ist eine extreme Steigerung in den letzten Tagen zu beobachten. Von den OSZE-Beobachtern hören wir das ganz deutlich. Wir gehen davon aus, hier in Kiew, dass es sich eher natürlich auch um Provokationen handelt. Es wirkt ein wenig so, als wollte man da unbedingt dann versuchen, dass auch die ukrainischen Kräfte zurückschießen, also Provokationen. Das ist die größte Sorge der Ukrainer. Und ich spreche ja hier in Kiew. Die Ukrainer sorgen sich, dass das sozusagen einen Anlass bieten könnte, um dann eine Invasion quasi zu rechtfertigen. Davon gehen die meisten hier aus. Im Augenblick sieht es ja auch im Osten nicht gut aus. Birgit Wirnig, vielen Dank für diese Einschätzung und Informationen aus Kiew und passen Sie bitte gut auf sich auf.